Was haben die EZB, Marcel Fratscher und die Taliban gemeinsam? Alle glauben, sie seien völlig normal, sind aber in der Realität extrem radikal, jeder auf seine Weise. Und wir wollen uns das im Folgenden mal anschauen. Nachdem heute ja der große EZB-Tag war, Tapering ja oder nein, und siehe da, es war Tapering, aber es ist nicht Tapering. Da merken Sie schon, da setzt die Dialektik ein, da setzt sozusagen so eine leicht paranoide Begriffsverwendung ein, denn Lagarde hat angekündigt, respektive die EZB hat angekündigt, ja, man wird die PEP-Bondkäufe, also die Anleihekäufe im Rahmen des PEP-Hilfsprogramms, die wird man zu einem moderately lower pace machen, also einem moderat geringeren Volumen, könnte man sagen. Und entscheidend ist Lagarde auf die Frage, ja, ist das Tapering, ist das möglicherweise sogar ein Wendepunkt der Geldpolitik? Und sagte sie, nein, das ist Rekalibrierung. Also Sie merken schon, in leicht absurden Systemen tun sich auch diejenigen, die eigentlich etwas tun, was völlig klar ist, schwer, das auch so zu benennen, sondern sie müssen dann irgendwie das Ganze umschreiben, mit einem anderen Begriff versehen. Das ist schon mal sehr, sehr lustig, wie ich finde. Und Lagarde hat heute das Standardprogramm abgespult. Inflation vorübergehend. Wir haben uns zwar massiv geirrt, das hat sie nicht gesagt, massiv geirrt, was die Nachhaltigkeit der Inflation und vor allem der Lieferkettenprobleme betrifft. Aber sollte die Lieferkettenproblematik weiter anhalten, dann könnte es zu Zweitrundeneffekten kommen. Damit meint Lagarde, dass die Löhne möglicherweise irgendwann anfangen zu steigen, dass die Leute erwarten, ja, die Preise werden weiter steigen. Also entsteht so eine Art Self-Fulfilling Prophecy, Zweitrundeneffekte dann auch im Lohnsektor. Aber das sei nicht sehr wahrscheinlich. Nein, nein, das ist nicht wahrscheinlich, nachdem man vorher schon gedacht hat, spätestens im dritten Quartal ist diese ganze Lieferkettenproblematik vorbei, nachdem man die Inflationserwartung jetzt raufnehmen musste. Aber gut, wer sich einmal irrt, der hat beim zweiten Mal auf jeden Fall recht. So viel scheint klar. Schauen wir uns mal an. Man hat ja nicht gesagt, erstens, wann genau das Ganze hier wirklich verringert wird, rekalibriert wird, sondern man hat gesagt, es wird moderat sein. Irgendwann werden wir das wahrscheinlich erfahren, vielleicht erst im Dezember. Also es ist so eine Art Mini-Rekalibrierung, könnte man sagen. Hier sehen wir mal die verschiedenen PEP-Modelle, was derzeit der Fall ist, was früher der Fall war, was jetzt dann der Fall sein könnte. Wenn Sie da keinen großen Unterschied erkennen, dann müssen Sie rational veranlagt sein. Also es ist dermaßen egal eigentlich, ob die Fed jetzt 10, vielleicht 20 Milliarden weniger kauft. Es ist so, dass sie nach wie vor mit dem Feuer spielt, genauso wie die Fed. Da hat sich also nichts geändert. Dementsprechend sind die Märkte nur mal kurz irgendwie so ein bisschen nervös geworden, aber haben sich dann auch wieder deutlich beruhigt. Einer ist besonders nervös nach einem Artikel in der Wirtschaftswoche. Da heißt es, ein Ende der ultralockeren Geldpolitik in der Eurozone ist nicht in Sicht. Grund sind die ausufernden Staatsschulden der Südländer. Bürgerunternehmen müssen sich daher auf hohe Inflationsraten einstellen. Und sagt der Marcello, also sorry. Na, also das ist nicht nur falsch, sondern Populismus pur. Nur weil man es ständig wiederholt, wird es noch nicht richtig. Ansonsten schätzt er ja die Wirtschaftswoche, aber da hat die natürlich total Unrecht, gell? Also es ist ja nicht so, dass die EZB Staatsfinanzierung betreibt, weil sie kauft ja die Anleihen über Banken. Die Banken wiederum kaufen sie natürlich nur in der Erwartung, dass die EZB sie abkauft. Aber Schwamm drüber, da sind wir nicht so, sagen wir mal, assoziativ unterwegs, sondern wir halten uns mal an pro forma Kriterien und die sagen ja, wir kaufen die Anleihen doch von den Banken, nicht von den Staaten direkt. Dementsprechend keine Staatsfinanzierung, Marcel. Da hast du natürlich recht. Und der Marcello, der will ja der nächste Bundesbankchef werden, wenn Olaf Scholz-Sommer die Wahl gewinnt am 26. September. Dann dürften wahrscheinlich die Tage von Weidmann gezählt sein, der ja der Einzige ist, der noch so ein bisschen kritisch ist, neben Holzmann und Knote innerhalb der EZB, der also hawkisch ist. Fratscher würde also grundsätzlich alles mitfinanzieren, gell? Vor allem, wenn es ihm einen Posten einbringt oder wenn er den Posten dann endlich bekommt in der EZB. Das ist ja der Traum, der geträumt werden muss. Er hat ja gesagt, also ein Rückbau der
Staatsverschuldungen in Europa, das wäre ja gar nicht wünschenswert, da hat ja Deutschland auch ganz viele Vorteile, genau. Das werden unsere Kinder und Kindeskinder dann genau ermessen können, welche Vorteile das hat, nicht. Und hier sehen wir jemand, der Marcel Fratscher verblüffend ähnlich sieht. Er hat nur jetzt, oder es ist nur jetzt die Situation, dass der Marcel sozusagen seine Verkleidung abgelegt hat und jetzt in echt erscheint. Na, eigentlich hat der Mann einen Bart und natürlich auch so einen Turban. Also Ähnlichkeiten sind natürlich rein zufällig, aber so ideologisch vielleicht sind die gar nicht so weit entfernt. Jedenfalls sehen wir hier den neuen Notenbankchef von Afghanistan, finde ich. Also der hat da so ein MG, ne? Wahrscheinlich der Marcel dann auch so als EZB-Mitglied immer so mit der MG, gell, widerspricht. Ne? Wirtschaftswoche, bap, bap. Dann gibt es gleich gibt's ein bisschen Blei. Gell? Also da ist der Marcello, der kommt ja so ganz nett daher. Gell? Aber im Zweifel, gell, wenn es darum geht, dass hier die EZB doch keine Staatsfinanzierung betreibt, dann wird der Marcello auch einmal vielleicht ein bisschen wütend. Ne? Also Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Schauen wir uns jetzt mal an, wie es denn aussieht mit den Aussagen von Fratscher, der ja auch sagt, Inflation überhaupt kein Problem, und der EZB. Hier sehen wir mal die europäischen Gas- und Strompreise, hier das Beispiel Spanien, sieht aber woanders auch ganz ähnlich aus. Wir Deutschen können ein herrliches Lied davon singen. Das sieht ungemein transitory aus. In Deutschland ist es noch viel mehr transitory, weil da ja die CO2-Abgabe steigt, sodass dann der Spritpreis wahrscheinlich mindestens bei 2 Euro liegen wird, was dann die Politik wieder veranlassen wird, gegen die selbstverursachten Preisanhebungen letztendlich wieder vorzugehen. Und das ist dann natürlich ein hervorragendes Regierungsmanagement von Energiekosten und Preisen. Also da können wir uns schon freuen auf die nächste Regierung, die hier bestimmt, wenn sie vor allem unter Scholz ist, großartige Ideen haben wird. Schauen wir uns unterdessen mal Kupfer an. Das ist inzwischen so teuer, dass man jetzt Aluminium versucht einzubauen bei Air Conditions. Aluminium ist ja auch auf dem höchsten Stand seit 13 Jahren, liegt auch an diesen Unruhen in Guinea, ein Land, in dem viel Aluminium produziert wird. Aber auch hier in Hamburg, by the way, gibt es ein Unternehmen, das Aluminium produziert und dabei so viel Strom verbraucht wie die ganze Stadt Lübeck zusammen. Das nur am Rande. Nickel ist jetzt auf ein 7-Jahres-Hoch gestiegen. Viele Rohstoffe sind jetzt wieder deutlich gestiegen. All das ist transitory auch und von daher überhaupt kein Grund zur Sorge, zumal die Löhne, wie Lagarde gesagt hat, nur moderat steigen werden, wenn überhaupt. Nein, also da hat sie also den totalen Durchblick. Schauen wir mal in die USA. Hier sehen wir die Hauspreise, Immobilienpreise in Relation zum Einkommen der Haushalte. Da sind wir jetzt sogar einen Ticken über dem Hochpunkt der Immobilienblase in den USA. Und das sind eben die Punkte, die jetzt so langsam zum Tragen kommen. Steigende Mieten, das wird in die Inflationsberechnung dann noch reingenommen. Da warten noch viele wunderbare Überraschungen auf uns, was da die Notenbanken oder die Verantwortlichen dann unternehmen werden, um das irgendwie rauszukriegen wieder aus der Berechnung, damit die offizielle Rate doch nicht so hoch ist. Aber die Leute spüren, da ist was im Gange. Hier mal Google-Suchwort-Trends. Da sehen wir derzeit am meisten gesucht Stagflation. Oh, ich glaube, da haben die einen guten Riecher. Dann kommt Hyperinflation, naja. Dann kommt erste ganz unten Deflation oder Disinflation. Also die Leute scheinen zu spüren, was da auf sie zukommt. Was macht die Fed jetzt, ist die große Frage, nachdem die EZB ja rekalibriert. Ne? Moderat rekalibriert. Was macht die Fed? Jetzt hat sich hier Bostic geäußert, der so um und bei im Mittelfeld ist zwischen dovischen Mitgliedern und hawkischen Mitgliedern. Er hat gesagt, also ja, also kann schon sein, dass die Inflation doch etwas länger braucht, um sich abzukühlen. Aber er selbst erwartet jetzt nicht, dass man schon auf dem September-Meeting des FOMC, des Offenmarktausschusses, dann das Tapern ankündigen wird. Aber wie gesagt, die EZB, nächster Schritt der EZB, das kommt ja nicht aus dem Nichts. Die Herrschaften werden sich schon ein bisschen abstimmen, damit sozusagen die Dinge nicht irgendwie aus dem Ruder laufen. Aus dem Ruder gelaufen ist ja eh dieser Interessenskonflikt, vor allem innerhalb der Fed, aber auch innerhalb der EZB. Die liebe Frau Schnabel ist da auch schwer an den Aktienmärkten aktiv, auch in einzelnen Aktien. Jetzt ist rausgekommen, dass Robert Kaplan nicht nur massiv Aktien in seinem Portfolio hat, von einem Volumen von über 1 Million Euro, sondern dass er auch den S&P Future
handelt, auch in sehr erheblichem Volumen. Das ist so, wie Sven Henrik sagt, ich möchte auch nicht, dass mein Arzt letztendlich Anteile an der Firma hat, deren Medikamente er mir verschreibt. Ich möchte nicht, dass mein Anwalt letztendlich finanzielle Interessen hat an einem Unternehmen, das ich verklage, und ich möchte auch nicht, oder das sind zwei Beispiele, die vielleicht das Ganze so ein bisschen auf den Punkt bringen. Ich kann nicht Notenbanker sein und wissen, dass meine Aktionen, meine Aussagen maßgeblichen Einfluss auf diese Märkte haben und gleichzeitig an diesen Märkten agieren. Das gehört verboten, da muss irgendwo ein Riegel vorgeschoben werden. Vielleicht kann man es so lösen, dass die Notenbanker dann irgendwie jemand beauftragen, das für ihn zu tun, irgendwie eine Firewall einbauen, keine Ahnung, irgendwelche passiven Instrumente, ich weiß es nicht, aber das ist so in der Form nicht hinnehmbar, finde ich. Das ist auf Deutsch gesagt eine Sauerei. Sauerei ist das richtige Stichwort auch für China. Wir sehen hier oben mal die globalen Ausflüsse von globalen Equity Funds aus China und Hongkong, und die Probleme gehen ja weiter, werden noch extremer. China setzt die Zulassung neuer Online-Spiele aus, hat ja Tencent und NetEase einbestellt und gesagt, ja, also Leute, jetzt, also bis auch absehbar für eine Weile, so heißt es, werden keine neuen Online-Spiele mehr zugelassen, sodass die chinesischen Jugendlichen dann endlich mehr die Parteidoktrinen lernen können. Das ist natürlich auch eine gute Sache. Und die Frage ist, kommt von China ein Abschwung? Wir sehen hier den Global Manufacturing PMI, also alles, was außerhalb von China ist, da ist es ja massiv nach oben gegangen. Jetzt geht es ein bisschen nach unten. China hat diesen Aufschwung in der Form gar nicht gehabt und dreht nach unten weg. Und nach meiner Fassung, ohne China wird es die Weltwirtschaft insgesamt sehr, sehr schwer haben. Das scheint mir relativ sicher. Ich will jetzt verweisen auf das, was um 18.30 Uhr kommt, meine Damen und Herren. Finanzmärkte können spekulative Blasen auch rational sein, mit Christian Rieck. Ich freue mich wahnsinnig. Ich glaube, dass das für Sie extrem erkenntnisreich sein wird. Ich werde das, den Link unter das Video packen. Auch bei Finanzmarktwelt werde ich das draufstellen. Also das ist ein absolutes Muss. Das müssen Sie sehen, meine Damen und Herren. Ich kann es Ihnen nur ans Herz legen. Wenn es heute nicht klappt, 18:30 Uhr, weil das Wetter doch biergartentechnisch ist derzeit, dann schauen Sie es sich morgen oder am Wochenende an. Aber das müssen Sie gesehen haben. Ich packe den Link, wie gesagt, unter das Video. Schauen Sie da rein und verabschiede mich jetzt bis Montag, meine Damen und Herren. Ich hatte gesagt, morgen bin ich nicht da, also kein Videoausblick und kein Marktgeflüster. Aber wir sehen uns ja nachher, ab 18:30 Uhr. Und am Montag dann in alter Frische auch wahrscheinlich etwas besser rasiert. Also, meine Damen und Herren, EZB, Fratscher und die Taliban, das war das Motto des heutigen Tages. Ich sage Servus und Ciao, wir sehen uns.